Ich freue mich, Sie begrüßen zu können im Februar und ebenfalls zur 11. Woche für unsere Veranstaltung zur Einführung in die pädagogische Psychologie. Wir haben heute wieder einiges vor. Vorneweg ein kleines Recap vom Feedback von der letzten Woche. Viele von den Veränderungen, die wir gesehen haben, also Breakout Rooms, dass wir da die Gruppen gleich behalten, wurde sehr positiv wahrgenommen. Ebenfalls die Möglichkeit, die Erklärvideos als Gruppe mit bis zu 3 Personen einzureichen, wurde auch sehr positiv aufgefasst. Ich glaube, wir sind wirklich auf einem sehr guten Weg, unsere Veranstaltung so weit zu optimieren, dass wir auch sehr gut jetzt in die finale Phase von unserem Semester starten. Der Ton bricht immer wieder ab, sehe ich gerade im Chatfenster. Wir probieren das zu lösen. Moment. Ich rede einfach nochmal so währenddessen und wenn Sie mich hören können, dann schreiben Sie es in das Chatfenster auch ruhig. Wirklich traurig, dass das immer hin und wieder so ein bisschen schwierig ist. Aber ich gucke auch mal, ob ich mich überall gemutet habe, aber das ist der Fall. Na, da kann ich auch nichts mehr machen. Okay, ich rede einfach mal so ein bisschen fröhlich vor mich hin, wenn Sie mich hören können. Dann schreiben Sie es bitte in das Chatfenster. Wenn nicht, dann sehen Sie das ja. Das ist auch übrigens sehr spannend dann für die Aufzeichnung. Also irgendwie an die Leute da draußen, die sich die Veranstaltung auf YouTube anschauen. Ich freue mich natürlich auch sehr, dass Sie mit dabei sind und sich unsere verschiedenen Unterrichtsthemen anschauen. Sie können auch, wenn Sie die Folien wollen und sich die Folien herunterladen wollen, auf meiner Website www.chrisfi.com/teaching. Da können Sie draufgehen und da quasi die Veranstaltung anklicken. Und da werden Sie zum einen eine Übersicht für all die Vorlesungen dieser Veranstaltung sehen und Sie können sich auch da die Folie auch herunterladen. Wenn Sie beispielsweise Psychologie an einer anderen Universität studieren und dann irgendwie diese Veranstaltung so als Wiederholung verwenden. Ja. Okay. Okay, ich habe jetzt mein internes Mikrofon an von meinem PC. Ich weiß natürlich nicht, wie gut das ist. Ob Sie jetzt noch irgendwas hören können? Okay, jetzt scheint es besser zu gehen. Man hört etwas. Ein Traum. Genau in der Aufzeichnung wird man das auch wieder alles hören. Und Sie werden, also ich kann Ihnen auch nur empfehlen, schauen Sie auf YouTube herein. Es ist zwar noch nicht wirklich viel passiert, aber wenn es klappt, wunderbar. Wir probieren das. Ist natürlich auch sehr ironisch, weil ich eigentlich zu Beginn gesagt habe, boah, jetzt haben wir das mittlerweile mit der Vorlesung so richtig gut im Griff, läuft alles perfekt, super optimiert. Ebenfalls auf Grundlage unseres Feedbacks, was wir halt auch immer bekommen. Breakout-Räume mit den gleichen Personen scheint sehr gut anzukommen. Ebenfalls wie die Möglichkeit, die Erklärvideos auch als Gruppe einzureichen. Okay, es gab auch noch einige Fragen zur Klausur. Wir bewegen uns sehr stark in Richtung Online-Klausur, wie Sie es auch vermutlich schon vermutet haben. Und wir werden da vermutlich in der nächsten Woche eine offizielle Anmeldung zur Klausur und auch zur Modulklausur via E-Mail auch herum
schicken. Von daher bleiben Sie dabei und Sie kriegen da die Informationen dann auch. Okay, kurze Wiederholung zur letzten Woche und zu den Quizzen. Die erste Quizfrage hat sich leider, das haben Sie, wenn Sie das auf Greycraft verfolgt haben, hat sich eine Frage auch hereingestichen zu dieser Woche schon. Und zwar, dass Unterricht eine längerfristige organisierte Abfolge von geplanten Lehr- und Lernsituationen ist. Wenn Sie die Frage beantwortet haben, bevor ich Ihnen die richtige Lösung verraten habe, dann können Sie Gloria Schneider einfach schreiben und dann kriegen Sie noch die Punkte gut geschrieben, falls Sie diese Frage inkorrekt beantwortet haben vor diesem Stichzeitpunkt. Wir haben uns verschiedene kognitive Eingangsvoraussetzungen von Schülerinnen und Schülern angeschaut und diese können auch den Unterricht beeinflussen. Thema Lernstrategien, großes Themenfeld, was wir betrachtet haben, und Mindmaps sind dabei eine strukturierende Lernstrategie zum Selektieren und Organisieren von Informationen, was Sie auch quasi alle korrekt gesehen haben. Dann motivationale Stützstrategien haben wir uns verschiedene angeschaut. Und dabei ist quasi eine davon, dass man sich Prioritäten bei Aufgabenbearbeitungen auch setzt. Sehr spannend, Prioritäten bei der Aufgabenbearbeitungssetzung ist natürlich ebenfalls etwas, was Sie im Verlauf Ihres Studiums natürlich auch sehr häufig machen. Und in unserer Veranstaltung freut es mich natürlich umso mehr, dass wir schon nicht nur eine Punkte-Millionärin in unserer Veranstaltung haben, sondern schon mittlerweile 13. Und das ist natürlich sehr, sehr erfreulich. Und ich bin vor allem auch gespannt. Okay, jetzt haben wir das mit dem Ton umgestellt. Also wenn Sie mich noch hören können, schreiben Sie es bitte in das Chatfenster kurz herein. Geht noch, wir hören Sie, ein Traum. Oh, super. Ich freue mich sehr. Wir haben jetzt schon viele Punkte, Millionärinnen und Millionäre. Ich will natürlich, dass Sie alle Millionäre werden. Sie können auch quasi, wie bei Wer wird Millionär, wenn Sie das Quiz beantworten, einen Telefon-Joker verwenden. 50-50 bei zwei Antwortmöglichkeiten geht leider nicht. Klappt natürlich auch nur jetzt in der Vorlesungsphase, in der Klausurphase ist Telefon-Joker natürlich nicht mehr möglich. Aber ich bin sehr erfreut, dass wir wirklich schon die ersten von Ihnen auch sehen, die die Punkte erreicht haben. Sehr spannend übrigens. Wir hatten ja zur Mitte des Semesters so einen Top 25 Badge. Und mittlerweile, wenn man sich die Top 25 anschaut, die zur Mitte des Semesters vorne lagen, davon sind es jetzt, glaube ich, nur noch 7 Personen, die sich an der Spitze gehalten haben. Das heißt, viele von ihnen haben quasi im Verlauf des Semesters auch sehr stark noch aufgeholt, sehr spannend. Sie können übrigens, ich glaube mittlerweile, wenn Sie bislang noch nichts gemacht haben, haben Sie Schwierigkeiten, den Teilnahmestein zu erreichen, also diese 1 Million Punkte, das ist zurzeit leider nicht mehr möglich. Aber ich glaube, vor einer Woche war es noch möglich gewesen, die 1 Million Punkte zu erwerben, wenn Sie von dem Zeitpunkt sämtliche Aufgaben auch erledigt hätten. Aber viele von Ihnen sind auf jeden Fall schon auf einem richtig guten Weg. Und ich bin vor allem auch gespannt, inwieweit unsere Millionärinnen und Millionäre auch wirklich quasi jetzt auf der Ebene einfach bleiben oder auch noch weiterhin sich mit den verschiedenen Vorlesungsinhalten auseinandersetzen. Also sehr gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Thema heute Unterrichtsmodelle. Also quasi, wenn wir uns hier unser
Schaubild anschauen, was wir, was uns auch über die gesamte Vorlesung auch begleitet hat, dann sind wir vor allem jetzt hier im Bereich Vermittlungsprozesse und Unterricht. Und wollen uns zum einen anschauen, okay, wie definiert man Unterricht und was sind verschiedene Modelle zur Beschreibung von Lehr- und Lernprozessen. Dabei gibt es halt wirklich viele große, komplexe Modelle. Sie haben auch da schon in den Reading Reactions davon einige kennengelernt. Und die Fragen, die sich quasi uns auch stellen dabei, ist quasi, was ist Unterricht, welche Modelle gibt es und auch wie kann man quasi guten Unterricht beschreiben, was sind dafür Merkmale und auch vor allem so den Bereich guter Unterricht wird auch unter anderem ein Schwerpunkt von der nächsten Vorlesungswoche auch darstellen. Unterricht allgemein ist vor allem darauf hin zu sehen, dass man die Lernenden unterstützt, basierend auf deren individuellen Vorerfahrungen, dem Vorwissen, Vorlieben, der Lebensgeschichte, quasi den Weg, den Lernende schon gegangen haben, um die Lernenden dort abzuholen und auch dann weitergehend mit einem pädagogischen Arrangement eine bestmögliche Wirkung in den Lernprozessen auch zu entfalten. Dabei ist es sehr wichtig, dass der Unterricht als langfristig organisiert und auch quasi formal arrangierte Form von Lehr-Lern-Situation zu sehen ist, was sich dann auch beispielsweise von informellerem Lernen abgrenzt. Wenn Sie beispielsweise daran interessiert sind, okay, Klavier spielen, ich will mich da verbessern und Sie schauen sich da irgendwelche YouTube-Tutorials an, wie man irgendwie Oktavsprünge besser macht oder irgendwas anderes, dann ist dies keine langfristig organisierte, geplante Form. Im Gegensatz dazu, wenn Sie quasi in eine Musikschule gehen würden und sich da dann auch quasi in so ein organisiertes, geplantes Lehr-Lern-Setting hereingehen. Wichtig ist es dabei auch, dass von den Lehrenden das wirklich planvoll intendiert wird, Wissen und Fähigkeiten und Fertigkeiten auch zu vermitteln. In der Regel, und das weicht sich auch ein bisschen auf in der heutigen Zeit, findet so etwas in vorgesehenen Institutionen wie Schule, Universität oder früher auch Bibliotheken viel statt. Aber wir sehen im Zuge der Digitalisierung mit Online-Kursen, MOOCs, Micro-Credentials und vielen anderen neueren Möglichkeiten, dass sich die traditionellen Institutionen, die solche planvoll ausgerichteten Lehr- und Lernarrangements bieten, sich auch ein wenig aufweichen auch. Unterricht hat dabei viele verschiedene Merkmale, damit ein Lernarrangement als Unterricht gekennzeichnet wird. Also das ist quasi, also irgendwie, Sie sehen hier verschiedene Merkmale, die quasi den Unterricht und auch quasi so mit auch die Qualität von Unterricht beeinflussen. Beispielsweise die Unmittelbarkeit, das heißt, dass Lernende quasi im Unterricht, in dem Unterrichtsszenario in ihren Lernprozessen unterstützt werden, dass es in gewisser Weise auch unvorhergesehen ist. Das heißt, basierend auf den Interaktionen von Lehrenden und Lernenden
Wird es dabei dann auch nicht unbedingt komplett Planbares passieren, sondern als Lehrender muss man dann auch ebenfalls adaptieren und quasi auf die Lernenden eingehen, um diese dann auch wirklich bestmöglich voranzubringen. Und wie man solche Lehr- und Lernprozesse unterstreichen kann, dazu gibt es verschiedene Modelle, die man dazu dann betrachten kann. Wichtig quasi in diesen Modellen ist, dass dabei auch nochmal explizit betont wird, dass der Unterricht ein sozialer Prozess ist, wo mithilfe von Interaktionen eine Koproduktion des Wissens und des Wissenserwerbes dann auch vollzogen wird. Wichtig ist dabei, dass die Lernumgebung vor allem im Vordergrund steht. Das heißt, Lehrkräfte können kein Schülerlernen direkt verursachen. Also ist es quasi nicht so, wie man es früher gemeint hat mit diesem Modell vom Nürnberger Trichter, wo die Lernenden sämtliches Wissen quasi von der Lehrperson eingetrichtert bekommen, sondern dass Lernende eher eine Umgebung, eine Lernumgebung für die Lernenden kreieren, so dass Lernende in dieser Lernumgebung bestmöglich sich entfalten können, um dort die Lernprozesse dann auch zu gestalten. Im Idealfall werden Lehrende natürlich auch darauf achten, auch so die Lernstrategien, die Schülerinnen und Schüler oder Studierende oder Lernende in einem Unternehmen allgemein haben, dass diese Lernumgebung quasi ist auch zulässt, verschiedene Lernstrategien auch zu verwenden. Die Prozesse werden quasi mit der Zeit auch mitgeprägt und der Kontext, in dem dieses Lernarrangement vollzogen wird, beeinflusst dabei den Unterricht und auch die einzelnen Interaktionen. Wir sehen das auch beispielsweise jetzt hier an der Universität. Im Kontext Vorlesung haben Sie implizite Normen beispielsweise, dass der Person beispielsweise mehr Zeit oder mehr Interaktionszeit haben und irgendwie vom Wissensvermittlungsformat ist sehr viel frontaler zugeht im Vergleich zu beispielsweise einem Seminarformat, wo wesentlich mehr Interaktion stattfindet oder irgendwie in einem Labor, wenn Sie in den Naturwissenschaften sind und dann wirklich auch selber hands-on Lernprozesse erwirken. Also sehr spannend auch quasi, was für implizite Normen dann auch bei solchen Lehrformaten dann auch vorhanden sind. Allgemein zielt Unterricht darauf ab, möglichst gute Lerngelegenheiten für die Lernenden bereitzustellen. Das ist quasi so mit eines der Ziele. Und die zwei Modelle für Unterricht, die ich Ihnen mitgebracht habe, wollen quasi so die gesamte Komplexität von dem Bereich auch nochmal etwas näher beleuchten. Zum einen im Modell des schulischen Lernens nach Bloom, dabei die zwei Kernthesen von diesem Modell sind es zum einen, dass der Unterricht Lernergebnisse direkt beeinflussen kann und dass jeder Lernende wirklich alles auch lernen kann, wenn die Voraussetzungen und die positiven Bedingungen in dieser Lernumgebung auch wirklich gegeben sind.
sind. Zentrale Voraussetzungen, damit man diese Lernumgebung halt auch so gestalten kann, sind vor allem die kognitiven und motivationalen Eingangsvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler oder auch der Lernenden allgemein und dass quasi der Unterricht mit den bereitgestellten Materialien auch vor allem vollzogen wird und die Lernergebnisse quasi sich dann dadurch abbilden, dass die Aufgaben auf einem gewissen Leistungsniveau liegen, welches dann in diesen Lehr-Lernprozessen von den Lernenden auch mit erreicht wird. Ein zweites Modell, was etwas komplexer ist und auch zumindest im deutschsprachigen Raum auch wesentlich weiter verbreitet ist, ist das Angebots-Nutzungsmodell von Andreas Helmke. Und einer der größten Gegensätze dieser beiden Modelle ist, dass in diesem Modell die Unterrichtsgestaltung keinen direkten Einfluss auf den Lernerfolg besitzt. Und das werden wir uns auch gleich nochmal genauer anschauen, weil dieses Modell wirklich, wirklich explizit die Rolle der Lernenden und deren individuellen Eingangsvoraussetzungen und deren Lernkontext nochmal wesentlich stärker auch in den Vordergrund rückt und was dadurch ebenfalls auch nochmal zu betonen ist, ist, dass dieses Modell keine Globalkriterien für guten Unterricht festlegen will, weil es insbesondere aufgrund der Komplexität dieses Gesamtkonstruktes vor allem betont, die Individualität der Personen zu berücksichtigen, sodass sodass quasi ein Lernarrangement, was qualitativ hochwertig und sehr lernförderlich für eine bestimmte Person ist, auf der anderen Seite für eine andere Person vielleicht etwas weniger lernförderlich wäre und da ein anderes Lernarrangement zu einer besseren Leistung führen kann. Aber was wirklich auch im Vordergrund da steht, ist die Gelegenheitsstruktur. Das heißt, dass man als Lehrender möglichst viele Unterrichtsgelegenheiten, möglichst viele Angebote, darum auch Angebotsnutzungsmodell, möglichst viele Angebote schaffen will, die von den Lernenden auch unterschiedlich, je nach den individuellen Voraussetzungen, dann auch wahrgenommen werden. Also quasi wie jetzt hier in unserer Vorlesung, dass sie auch da wirklich viele verschiedene Angebote kriegen, ihr Wissen zu erweitern und dies auch quasi mit den vielen verschiedenen Aufgaben, Aufgabentypen dann auch quasi weitergehend vertiefen können. Dieses Rahmenmodell zeichnet sich auch dadurch aus, dass es viele Faktoren auf der individuellen Ebene, auf der Unterrichtsebene, auf der schulischen Ebene und auch der Ebene der Kontextfaktoren sich damit befasst. Wir wollen uns jetzt quasi in der verbleibenden halben Stunde verschiedenen Elemente von diesem Modell nochmal wirklich genau betrachten, weil es ein sehr großes Modell ist, sehr komplex mit vielen Wechselwirkungen auch quasi in den einzelnen Komponenten untereinander. Und im Angebotsphase, in der Angebotsphase, wo quasi die Person möglichst viele Unterrichtsgelegenheiten oder möglichst viele Lerngelegenheiten schaffen will. Da
sehen wir zentral, ist es quasi die Lehrprozesse im Unterricht zu betrachten, um dort die Lerngelegenheiten zu schaffen. Aber dies hängt natürlich auch von vielen anderen Faktoren ab, wie beispielsweise, wie groß ist die Klasse, welche Klassenstufe, wie ist die Klassenzusammensetzung, ist das eine Klasse, die vielleicht auch schon generell, wo Lernende drin sind, die auch generell wesentlich intrinsischer motiviert sind, vielleicht ein Leistungskurs an einem Gymnasium im Vergleich dazu zu einer Weiterbildungsmaßnahme, wo Lernende vom Arbeitsamt beispielsweise verpflichtet worden sind, dort sich weiterzubilden, damit deren soziale Unterstützung nicht gekürzt wird. Also wirklich sehr unterschiedliche Eingangsvoraussetzungen, die Lernende auch mitbringen. Dann sehr wichtig, ein anderes Punkt, und Sie sehen auch an den Pfeilen, es ist auch immer wechselwirkend, wie dort die Verbindungen auch bestehen, quasi als Lehrperson, welche Voraussetzungen die Lehrperson mit hereinbringt, von wegen, was für Kompetenzen der Personen haben, wie viel Unterrichtserfahrung, welche Abschlüsse, was für eine Persönlichkeit der Personen haben, hat auch einen großen Einfluss darauf, wie Unterricht geschehen kann. Dann professionelles Wissen von Lehrkräften, sowohl fachliches Wissen, fachdidaktisches Wissen, curriculares Wissen, hat alles großer Einfluss darauf, wie Lernprozesse im Unterricht auch gestaltet werden. Dann darüber geordnet quasi, wie das Fach allgemein strukturiert wird. Sie werden beispielsweise, wenn Sie quasi als zweites Fach Mathematik studieren, beispielsweise komplett andere Fachkultur im Vergleich zu, sagen wir mal, Sport. Und absolut spannend und quasi, was für eine allgemeine Fachkultur vorherrscht, ist auch genauso bei Ausbildungsbetrieben, wenn Sie später in die Fort- und Weiterbildung in Unternehmen gehen beispielsweise. Ebenfalls auch sehr spezifisch, was für ein allgemeiner Kontext da vorherrscht und wie Sie da Ihre Lernarrangements machen, ist sehr davon abhängig, in welchem Gesamtkontext Sie quasi eingebettet sind. Und dies dann sowohl auf der fachlichen Ebene als auch nochmal in der darüber geordneten Ebene im Gesamtkontext vom Bildungssystem. Sie sind jetzt beispielsweise hier im deutschen Modell sehr spannend, wenn Sie sich das vor allem betrachten, dreigliedriges Schulsystem daneben, das Modell der Gesamtschule. Wirklich ein faszinierendes Modell, was auch Lehr- und Lernprozesse beeinflusst. Im Vergleich, wenn Sie da beispielsweise in andere Bildungssysteme hereinschauen, wie sagen wir mal in Amerika, wo Sie halt nur Gesamtschulen haben, wo die Lernenden quasi von früh an quasi auf der gleichen Schulform bleiben und quasi innerhalb der Schulform verschiedene Tracks gibt. Sowas beeinflusst logischerweise dann ebenfalls, was für einen Kontext die Schule besitzt, beispielsweise bezogen auf Inklusion oder bezogen auf die unterschiedlichen Leistungsniveaus, bezogen auf sozioökonomische Faktoren vielleicht, und das habe ich auch in verschiedenen Reading Reactions gelesen, mehr Privatschulen beispielsweise, spannend. Also Sie sehen, es hat wirklich auch vielerlei Verbindungen, die Sie da sehen in diesen einzelnen
Komponenten, die dann direkter oder indirekter Lehrprozesse im Unterricht dann auch beeinflussen. Und ich würde Sie jetzt bitten, Sie haben auch da schon einiges quasi gehört, dass Sie sich quasi in dem allgemeinen Feld dieser Angebotskomponenten, also in diesem Gesamtkonzept, dass Sie sich in Breakout Rooms pro Person eine mögliche Wechselwirkung, und zwar Sie sehen ja doch da diese verschiedenen Pfeile dazwischen und wie diese Dinge miteinander interagieren, wie dort da gewisse Wechselwirkungen zu sehen wären. 5 Minuten, merken Sie sich übrigens, in welcher Gruppe Sie drin sind, weil ich würde mir gerne noch mehr Interaktionen wünschen. Vielleicht werde ich so etwas sagen wie irgendwie Gruppe 13, schreiben Sie mal in das Chatfenster, was Sie da gesagt haben in der Gruppe, weil ich freue mich auch, dass wir noch ein bisschen mehr Interaktion quasi, wenn wir noch ein bisschen mehr Interaktion auch quasi in unsere Veranstaltung auch hereinkriegen. Okay, Frage ist, glaube ich, soweit klar. Ich mache die Breakout Rooms einfach mal schnell auf und bin schon sehr gespannt, worüber Sie auch alle reden werden. Alles klar, wir sehen uns dann in ein paar Minuten wieder.
Okay, willkommen zurück. Viele spannende Gespräche. Ich habe mir auch gerade überlegt, welche Gruppe wollen wir darüber etwas hören. Ich habe gerade auf die Bundesliga-Tabelle geschaut. Der VfB Stuttgart steht zurzeit auf Position 10. Von daher würde ich die Gruppe 10 bitten, quasi in das Chatfenster zu schreiben, worüber sie geredet haben und vielleicht ein oder zwei der Beispiele dann auch zu nehmen. Ich lese das dann gleich vor. Wenn Sie wollen, Sie können auch gerne sprechen. Wir haben das auch quasi so gemacht, dass Sie auch gerne reden können. Dann sind Sie allerdings auf den Vorlesungsaufzeichnungen dann auch zu sehen, eventuell und auch zu hören. Also wenn Sie sprechen wollen, geben Sie auch damit Ihr Einverständnis, logischerweise. Ansonsten schreiben Sie es einfach in das Chatfenster. Okay, während sich die Gruppe 10 das überlegt, gehen wir zum Nutzungscharakter weiter, weil die individuellen Lernaktivitäten, die Lernende haben, das ist quasi so dann, wann die Lerngelegenheiten vom Angebotscharakter wahrgenommen worden sind. Die werden dann von den Lernenden beeinflusst. Und das hängt wirklich auch von vielen verschiedenen Faktoren wiederum ab, wie Lernende die Lerngelegenheiten wahrnehmen. Wir haben uns in Bezug auf die individuellen Eingangsvoraussetzungen im Verlauf dieser Veranstaltung auch schon sehr viel angeschaut. Also die Intelligenz beispielsweise, Motivation, Emotionen und viele von diesen individuellen Eingangsvoraussetzungen, die auch die Lernaktivität an sich beeinflussen. Dann quasi in der Lernaktivität gibt es ebenfalls auch sehr viele Faktoren, die beeinflussen, wie effektiv und wie erfolgreich die Lernprozesse auch sind. Also beispielsweise, wie aktiv das die kognitive Aktivierung beispielsweise stattfindet, was für Lernstrategien verwendet werden für die Lernprozesse, wie die intrinsische Lernmotivation an dem spezifischen Thema dieser Lerngelegenheit, die dann genutzt wird, auch verwendet werden kann. Das war sie bezogen auf die individuelle Lernaktivität und die hängt halt auch von den individuellen Voraussetzungen wie dem Vorwissen oder der Motivation, Persönlichkeit, fachbezogene Vorstellung, dem Selbstkonzept. Dies beeinflusst auch, inwieweit die Lerngelegenheiten wahrgenommen werden. Individuelle Voraussetzungen auf der anderen Seite hängen auch von anderen Faktoren der individuellen Lernumwelt von Lernenden ab. Also im Vergleich zur Angebotskomponenten, wo die Lernumwelt sich vor allem fachspezifisch und etwas globaler auf sozialisatorische Faktoren auch bezieht, ist quasi im Nutzungscharakter auch vor allem die Lernumwelt des Individuums in den Vordergrund gestellt. Also wo kommen Lernende her? Sozioökonomisches Umfeld, was für Bildungsgelegenheiten haben Lernende vielleicht auch schon im Verlauf der Bildungsbiografie bekommen? Welche Sprache sprechen sie? Welche Sprache wird zu Hause gesprochen? Wenn ich beispielsweise, als ich in Amerika studiert habe, war ich quasi kein Native Speaker und so Spracherwerb, Redewendungen, implizites Wissen, vielerlei Dinge, die quasi dann auch einen Einfluss darauf haben, was für Vorwissen man hat beispielsweise oder irgendwie dann auch das eigene Selbstkonzept strukturiert wird und auch vielerlei andere Faktoren für die Nutzungskomponente. Super, ich lese kurz aus dem Chat vor als kleiner Rückblick von dem Angebotscharakter. Und zwar die Gruppe schreibt,
Wechselwirkung zwischen dem Lehrerkollegium und der Lehrermotivation? Wurde da insbesondere betrachtet, also irgendwie, wie sich Motivation von Kolleginnen und Kollegen auf die eigene Motivation auswirken kann? Absolut super spannend, insbesondere auch, wenn wir uns den Bereich Fort- und Weiterbildungen von den Lehrkräften ansehen. Da ist auch so ein bisschen so die Idee, wenn vereinzelt Lehrkräfte an Fort- und Weiterbildungen teilnehmen, dass diese Inhalt oder dieses zusätzlich erworbene Wissen dann auch einen gewissen Einfluss auf die Lehrer, auf das gesamte Lehrerkollegium hat. Also wirklich spannend. Und ich sehe da auch im Chat Sie alle jetzt hier, die jetzt gerade live dabei sind, sehen es, aber ich will es trotzdem noch einmal hervorheben. Wechselwirkung zwischen Kontext im Kollegium und der Klasse. Also wie ist es quasi als jüngere Lehrerin in ein älteres Kollegium zu kommen und wie wirkt sich so etwas dann auf die Klasse auf, wie reagiert dann auch vielleicht die Klasse darauf, wenn jemand, der gerade zum Berufseinstieg in solche Lernangebote kreiert, im Vergleich dazu, wenn sie halt etwas anderes gewohnt sind. Wirklich spannend, sowas beeinflusst Lerngelegenheiten, die auch geschaffen werden. Also Sie sehen auch wirklich vielerlei der Zusammenhänge, die Sie da zwischen diesen einzelnen Komponenten sehen. So, wir machen das jetzt genauso, wie wir das bei dem Angebotscharakter gemacht haben, wieder einen Breakout Room, 5 Minuten, und Sie überlegen sich quasi, jetzt haben Sie da auch verschiedene Beispiele auch gesehen, wie sich Ihre Mitstudierenden ausgetauscht haben. Quasi für den Nutzungscharakter, wie dort gewisse Wechselwirkungen wären. Und ich würde Sie da quasi auch in Ihrer Gruppe auch dazu ermuntern. Das, was Ihnen natürlich sofort einfällt, ist der schulische Bereich. Ich würde Ihnen quasi als besondere Herausforderung geben, sich auch mal dies zu überlegen in einem außerschulischen Bereich, also vielleicht in einem Unternehmen oder in einem anderen Szenario. Okay, also wieder 5 Minuten, die Gruppen bleiben gleich und wir sehen uns gleich wieder. Los geht's.
Alright. Also, wieder viele spannende Szenarien wahrscheinlich diskutiert. Der Zufallsgenerator bei mir hat sich jetzt überlegt, die Universität Tübingen, ich weiß nicht, ob Sie das schon wussten, wurde im Jahr 1477 gegründet, ist also schon wirklich viele Jahre alt. Von daher würde ich die Gruppe 14 nun bitten, quasi ihre Ergebnisse im Chatfenster vorzustellen. Während die Gruppe 14 schreibt, schauen wir uns die finale Komponente vom Angebotsnutzungsmodell etwas genauer an, und zwar das Lernergebnis. Sie sehen jetzt bei diesem Modell im Vergleich zum Blum'schen Modell des schulischen Lernens, wo das Lehrerhandeln, der Unterricht einen direkten Einfluss auf das Lernergebnis besitzt, ist das im Angebotsnutzungsmodell quasi der Angebotscharakter im Vordergrund steht, dann basierend auf der Nutzung, wie das von den Lernenden wahrgenommen wird, und dies beeinflusst dann Lernergebnisse. Also quasi die fachlichen Kompetenzen, die beispielsweise in den Leistungstests erfasst werden, Wissen oder auch beispielsweise Überzeugungen. Also wenn quasi es darum geht, irgendwie so ein Naturwissenschaftsverständnis hervorzurufen in Nature of Science beispielsweise, oder wenn probiert wird, Interesse zu wecken. Also zu Beginn dieser Veranstaltung habe ich beispielsweise über das Klavierspielen geredet, dass man beispielsweise überlegt in einem Szenario, okay, wie kann man beispielsweise musikalisches Interesse wecken, beispielsweise mit Konzerten. Sie werden es auch in ihrer Schulzeit auch wahrscheinlich erlebt haben, dass sie irgendwie als Klasse gemeinsam irgendwie ins Theater gegangen sind oder in die Oper oder quasi an anderen kulturellen Angeboten auch wahrgenommen haben, unter anderem, damit man halt Interesse weckt. Genauso sehr wichtig, Women in STEM, also quasi Mädchenförderung, insbesondere in den Naturwissenschaften, wo wirklich auch vielerlei größer angelegte Initiativen oder Lernangebote gegeben werden, die dann auch wieder jetzt im Nutzungscharakter basieren auf der Lernumwelt unterschiedlich wahrgenommen werden, um da dann als Ziel dann Interesse an den Naturwissenschaften auch zu wecken, als auch quasi überfachliche Kompetenzen, die ebenfalls auch im Vordergrund stehen können. Wie Lernstrategien haben wir ja wirklich viel darüber geredet, insbesondere, dass Lernstrategien möglichst explizit auch wirklich unterrichtet werden sollen, und dass quasi das explizite Erlernen von Lernstrategien wie beispielsweise Mindmaps zu gestalten möglichst lernförderlich dann auch wirkt, als auch sowas wie Problemlösestrategien, oder Sie können sich auch noch eine andere Vielzahl von überfachlichen Kompetenzen überlegen, die quasi so als Lernergebnis auch stehen können. Okay, Gruppe 14. Die Wechselwirkung zwischen dem Familienumfeld, beispielsweise niedriger sozioökonomischer Status, die Auswirkungen auf das eigene Vorwissen besitzt, sehr gutes Beispiel. Also vielleicht auch so etwas wie irgendwie, was für Lerngelegenheiten von den Eltern geschaffen werden, um beispielsweise Interesse zu wecken oder um schon Lesen und Schreiben frühzeitig beizubringen oder auch Unterrichtsprozesse, den Unterricht auch weitergehend zu begleiten, zu unterstützen, wenn Fragen vorliegen, da zu helfen, oder auch jetzt im ökonomischen Bereich dann quasi für Nachhilfe oder für weiterführende Lernangebote
Angebote, Möglichkeiten wie irgendwelche Summercamps oder in anderer Art und Weise dann auch zu verwirklichen, als auch, okay, jetzt lese ich wieder das mit dem Chat vor, welche Auswirkungen quasi die eigenen Vorstellungen, genauso quasi sowas wie Selbstkonzept, also jetzt die Auswirkungen vom sozioökonomischen Status auf Vorstellungen, also es geht sehr in Richtung Selbstkonzept jetzt da. Genau, und das quasi die Auswirkungen auf die individuellen Lernaktivitäten, also quasi dann im Übertrag vom sozioökonomischen Umfeld auf das Vorwissen und dann quasi das Vorwissen für die Lernaktivitäten. Super gutes Beispiel, sehr spannend. Okay, dritter Breakout-Room. Will ich Sie bitten, quasi, Sie haben jetzt auch schon verschiedene Szenarien besprochen, dass Sie quasi sich eines dieser Szenarien herausnehmen und quasi die Verbindung von der Nutzungs- zur Ergebniskomponente weitergehend reflektieren. Alles klar, los geht's. Ich würde sagen, wir machen allerdings nur vier Minuten und starten ab sofort jetzt. Alright, viele spannende Überträge haben Sie jetzt auch sicherlich da betrachtet. Und Sie sehen
auch wirklich allgemein. Es ist ein sehr komplexes System, wie Lehr- und Lerngelegenheiten zusammenwirken, um die Lehr- und Lernprozesse auch zu verstärken. Und quasi allgemein auch zu zusammenfassen, ist es wirklich diese Gelegenheitsstruktur, die geschaffen wird und halt individuell von einzelnen Personen unterschiedlich wahrgenommen wird und dann auch das Lernen, den Lernerfolg auch beeinflusst. Also es ist wirklich ein Rahmenmodell, was die einzelnen Wechselwirkungen, die Sie ja auch jetzt in den verschiedenen Breakout Rooms besprochen haben, näher betrachtet. Wir haben vor, in der nächsten Woche auf eine von diesen Komponenten noch ein bisschen mehr hereinzugehen. Und zwar wollen wir uns die Unterrichtsqualität nochmal näher betrachten. Wir haben ja auch irgendwie in den vergangenen Vorlesungssitzungen sowas wie Intelligenz, Motivation, Selbstkonzept genauer angeschaut. Sie können im Verlauf Ihres Studiums auch Veranstaltungen belegen, die beispielsweise Bildungssysteme genauer betrachten oder auch vielerlei andere Kompetenzen, wie irgendwie Lehrerkompetenzen, Fortbildung, wie kann man dazu sorgen, dass Lehrkräfte besser ausgebildet werden. Also quasi für jede dieser einzelnen Komponenten können Sie quasi eine gesamte Vorlesung zu belegen. Von daher, Sie kriegen hier auch wieder nur die absoluten Highlights quasi. Und wir wollen uns da in der nächsten Woche dann die Unterrichtsqualität nochmal näher betrachten. Okay, von daher, ich freue mich sehr, dass Sie hier wieder dabei waren in unserer Veranstaltung und werde Ihnen eine schöne Woche wünschen. Bevor ich wirklich Ciao sage, Feedback von letzter Woche war, viele von Ihnen waren traurig, dass so wenig Leute von Ihnen nach der Sitzung im Zoom-Raum bleiben. Von daher, quasi, wenn Sie miteinander quatschen wollen, bleiben Sie in dem Zoom-Raum einfach drin. Ich werde auch keine Breakout Rooms diesmal machen, sodass Sie quasi dann einfach so miteinander weiter diskutieren können. Logischerweise, es wird das nicht auf der Aufzeichnung mehr zu sehen sein, klar. Aber falls Sie sich noch weiter austauschen wollen, Sie sind dazu natürlich auch herzlich eingeladen. Aber an dieser Stelle würde ich mich von Ihnen verabschieden und Ihnen noch eine gute weitere erste Februarwoche wünschen. Alles klar, ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche auch wieder sehen würden. Auf Wiedersehen.